Es folgt eine kleine Review zur Netflix-Serie Midnight Mass. Wie man sehen kann, bin ich ein relativ großer, leidenschaftlicher Sammler von physischen Medien. Aber zwischendurch schaue ich dann doch schon mal heimlich still und leise, wenn mich keiner beobachten kann, in die großen Serien und Online-Portale dieser Welt, um mir vielleicht irgendetwas rauszuklammbüstern, was nicht ganz so beschissen ist. Nun, dieses Mal habe ich mir Midnight Mass rausgegriffen und was soll ich sagen? Meine Fresse, habe ich da in Scheiße gegriffen. Ich gebe zu, ich habe jetzt bisher nur 5 von, glaube ich, 7 Folgen gesehen, aber ich glaube, ich habe mir trotzdem jetzt schon ein großes Bild darüber gemacht, um was es in dieser Serie geht und wie diese Serie agiert und was sie alles falsch macht. Kurzer Spoiler, so gut wie alles. Unwissentlich, was jetzt dann eigentlich wirklich auf mich zukommen sollte, habe ich nämlich weder Trailer noch sonst irgendwelchen Inhaltsangaben gefrönt, um mir diese Serie anzuschauen und dachte bei der ersten Folge so, okay, Typ, Unfall, Gefängnis, kommt zurück auf Insel, die anscheinend erzkatholisch ist und trotzdem einen Sheriff hat, der nicht ihren Glauben frönt. Erstes Mal Netflix. Typ kommt zurück auf Insel. Wird von Familie mehr oder minder nicht ganz so toll empfangen. Und ja, ist da. Ist charakterlos, ist farblos, ist langweilig. Das Dorf selber hat auch schon einmal ein paar bessere Vormittage erlebt als diesen. Beziehungsweise hat wahrscheinlich auch ein paar härtere Winter hinter sich. Denn, um es gelinde auszudrücken, das Dorf ist am Arsch. Zentrum dieses Sleepy Hollow-haftigen Dorfes ist die ortsansässige Kirche, wo man sehnsüchtig auf den Messias, auf den Pastor wartet, der gerade auf einer Reise ist, und der kommt nicht. Es kommt ein anderer Jüngerer mit einer riesigen Schatzkiste, wo er dann in seinem Häuschen bei der Kirche draufklopft und es kommt ein Klopfen zurück. Und ja, das wird auch wieder einmal nicht beantwortet. Und es ist der erste Gottesdienst und es klammbüstert sich irgendwie komischerweise dann auch etwas auch so zusammen, dass es hier sehr, sehr gezielt um meinen guten, besten Freund, das Christentum, gehen sollte. Oder eben aber auch nicht. Denn in der ersten Folge wird ebenfalls auch noch probiert, irgendwie die anderen Charaktere dieses Dorfes interessant zu machen. Denn plötzlich findet man auch gleich auch am Anfang der ersten Folge, wir sind hier übrigens noch immer in der ersten Folge, ein paar Kids, die heimlich irgendwo hin ein bisschen Drogen konsumieren gehen und wo dann plötzlich und wo überall in dieser Gegend, wo sie heimlich Drogen konsumieren, Katzen sind. Spoiler Alert! Diese Katzen sind dann ziemlich bald tot und findet man auf einer am Strand der Insel wieder. Wurde bis zur 5. Episode nicht aufgedeckt, warum, wieso, weshalb und wurde auch generell nie wieder erwähnt. Wie generell vieles hier nicht erwähnt wird, beziehungsweise einfach nur so zur Seite klammbüstert wird, während rätselhafte Dinge auf der Insel passieren, wie beispielsweise die Alten werden jünger, Sehschwächen werden auf wundersame Weise geheilt und irgendwie dreht sich dann plötzlich alles um den neuen Pastor und seine Gehilfin Beth, die, glaube ich, mit großer Ausnahme die beste schauspielerische Leistung in dieser Serie bringt und eines der wenigen Charaktere ist, die man ein bisschen in Erinnerung behält. Denn ansonsten passiert hier eigentlich in der ganzen Serie relativ wenig, außer viel Gelaber, am Ende 5 Minuten Cliffhanger und dann nichts. Denn wie man vielleicht schon jetzt schon wieder vergessen hat, da war ein Typ, der hat einen Autounfall verursacht, war im Gefängnis und ist wieder auf die Insel gekommen. Dieser Typ wird in den Folgen daraufhin relativ zur Seite gepackt. Der ist unwichtig, auch wenn man ihn zu Beginn als Hauptcharakter dargestellt hat. Spoiler Alert! Er stirbt auch mehrere Male in dieser Serie. Spoiler Alert! Denn dieser Priester, dieser Pastor, der auf die Insel gekommen ist, ist in Wirklichkeit der alte Priester, der auf seiner Pilgerfahrt in einen Sandsturm gekommen ist, zu einem alten Tempel gefunden hat, dort wo ein Engel haust, dieser Engel ihn abmurkst, ihn wiederbelebt, indem er sein Blut trinken lässt,
und dann diesen Engel mitnimmt auf die Insel, um dort Wunder im Namen Gottes zu vollbringen. Währenddessen das Dorf sich sowas von freut, dass es anscheinend hier wirklich Wunder geschehen, verschwinden zwischendurch auch Leute und dieses engelhaftige, klambüsterhaftige Gebälk tretet auch zwischendurch ab und zu als guter oder auch nein, eher schlechter Jumpscare in Aktion und trägt auch irgendwann einmal Hut und Mantel, wo ich mir frage, so wie kommst du darauf, dass du, woher hast du dieses Wissen, dass du deswegen unerkannt bleibst? Ihr merkt, es ist alles ein bisschen relativ schräg erzählt und ja, diese ganze Serie ist ein ziemlicher Haufen Schund, denn die Charaktere sind eben wie erwähnter Gehilfe des Priesters relativ fad. Die Charaktere sind langweilig, gesichtslos. Die Story hat mit so vielen Strängen angefangen, nimmt diese Stränge dann teilweise wieder auf, lässt sie dann wieder fallen, ohne auch irgendwie eine Begründung zu nehmen, warum es jetzt plötzlich diese Storyline wieder aufgegriffen hat. Die Charaktere, wo eigentlich der Fokus drauf sein sollte, werden vergessen auf langer Flur. Und alles in allem ist dieses Ding einfach nur eine Aneinanderreihung an langweiligen Gesprächen über irgendwelche Psalme aus diesem Klambüsterwerk, was sich Bibel nennt, bis hin zu eben spannenden Cliffhängern in den letzten 5 Minuten, wo man dann natürlich dann angefixt ist, die nächste Folge weiterzuschauen, denn man hofft ja wirklich, dass die nächste Folge besser ist. Spoiler! Nein! Jede Folge ist gleich. Jede Folge agiert gleich. Die ersten 50 Minuten sind langweilig wie eine Tüte Mücken und dann in den letzten 5 bis 10 Minuten passiert irgendwas, wo man sagen kann, ja, da muss man jetzt unbedingt weiterschauen. Werde ich diese Serie bis zum Ende schauen? Ja. Hoffe ich mir, dass es wirklich vielleicht in den letzten 2 Folgen besser wird? Ja. Wird es so passieren? Vermutlich nicht. Also, Midnight Mass, schaut euch das nicht an. Tut euch das nicht an. Das ist Bullshit. Das ist richtig großer Bullshit.